Oh, hallo. Und hier sind wir wieder bei Mannekraft. Ich hoffe, es funktioniert jetzt alles. Ich habe einfach nur blind die Aufnahmetaste gedrückt. Ich habe jetzt kein Monitoring. Gut, habe ich sonst eigentlich auch nicht. Es zuckelt irgendwie komisch. Mein Rechner ist heute ein bisschen bockig. Also alles reagiert sehr verzögert. Ich weiß nicht, was das ist. Naja, ich wollte jetzt. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich von meiner Spitzhacke ein bisschen verzaubern. Deswegen versuche ich mal auf die andere Seite zu kommen. Lebendig, wenn möglich. Das wird schwierig. Ach, jetzt habe ich die Slaps mitgenommen. Ja, die packen wir nochmal zurück. Dann kann ich noch was hier noch zu sagen. Moment. Bringen wir mal schnell zurück. Ich merke schon, das hakt immer so ein bisschen. Das ist ganz. Das finde ich ein bisschen komisch. So. Und das muss ich jetzt unbedingt an meine Kraft legen. Das kann tatsächlich jetzt am Windows liegen, weil das, wie gesagt, sich sehr mysteriös verhält. Jetzt tun wir das mal hier wieder rein. Brauche ich jetzt erstmal nicht. Und. Ach ja, komm, wir lassen uns auch noch gleich noch ein Schwert fertig. Noch ein Schwert noch fertig. Wo sind die Diamanten? Diamanten, Diamanten, da. Dann machen wir uns noch ein Schwert klar. Schwert, Schwert, Schwert. Warum noch? Stick habe ich da. Okay. Hopp. Dann machen wir uns noch ein Schwert klar. Wenn wir schon losgehen und was zu verzaubern, dann sollten wir es auch gleich ordentlich machen. So. Den restlichen Diamanten lege ich hier wieder rein. Und gucken, glaube ich, zu Hause in der Kiste hatte ich auch noch Diamanten gehabt. Ich hoffe, die sind irgendwie noch erhalten geblieben. Rüstung ist okay, ist brauchbar. Nicht super, aber. Ich habe übrigens hier Baustil ein bisschen verändert. Ich habe gedacht, mal ein bisschen was ein bisschen anders. So ein bisschen so die Kanten brechen, die man hier auf Stufen an der Ecke macht. Das ist auch ein bisschen breiter, weil diese Wand natürlich ein tiefer gesetzt ist, um die Stufen hier einbringen zu können, ohne dabei die Fläche. Also die Fläche ist gleich hier, der Gehweg. Also der ist gleich breit. Ja, aber dadurch, dass die Wände hier so abgestuft sind, so wirkt das so ein bisschen freier, ne? Also, hier ist noch viel zu tun. Am Bergarbeit habe ich hier. Huch. Hopp. Ja. Wir sollten uns hier ein bisschen Kies oder so mitnehmen. Na, besser wäre Sand. Aber erstmal Kies. Das haben wir jetzt gerade so da. Um es irgendwo hochbauen zu können oder so. Weil, wie gesagt, hier ist der Weg noch nicht fertig. Wie ihr seht, reichlich zu tun. Oh, hier ist Eisen. Wenn die Fackel da am Eisen klebt, ist doof. Das Eisen nehmen wir mit. So, zack, haben wir auch Kohle, nehmen wir auch mit. Da haben wir Susa, die einzigen sind, die an diesem Tunnel bauen. Oh, hier, so. Kann man das ja mal eben alles abräubern hier. So. Was haben wir auf Susa Steine? Muss man mal so kleine Brücken bauen. Der Weg ist ziemlich chaotisch, also. Und gefährlich. Also hier spawnt so einiges. Und weitläufige Höhlen und so erwarten uns. Aber die werden wir nicht besuchen, werden dran vorbeigehen. Versuchen, lebendig dran vorbeizukommen. So. Jetzt mal Eisen mitnehmen. So. Jetzt mal Kohle auch mitnehmen. Wenn wir schon unterwegs sind, dann machen wir das auch. Dann nehmen wir alles mit. Schlecht für die anderen Kollegen, die hier dran bauen. Aber wie gesagt, sind ja im Moment gerade nicht da. Halten sich hier extrem zurück. Deswegen. Hier geht schon los. Hier eine Brücke überziehen, bevor wir runterplumpsen. Ach, das Eisen. Ich mag da nicht widerstehen. Ich muss das mitnehmen. Tut mir leid, ich muss das mitnehmen. Da wir ja doch ziemlich viel Eisen verbraucht haben, muss ich das mitnehmen. So, okay, jetzt haben wir. Oh, das ist noch mehr Eisen. Ja, das kann man doch auch noch mitnehmen. Komm. Das Lava. Gold. Kohle. Einfach mal tiefer gehen wir nicht ran. So, das reicht. Aber
was luschern? Ist da vielleicht ein bisschen Diamant oder so? Irgendwo in der Ecke rumstehend? Ja? Willst du luschern? Hier ist hier eine Kohle. Nein, kein Diamant. Okay, dann gehen wir wieder hoch. Hätte ja sein können. Dann hab ich das vielleicht noch gelegt, dann wäre ich doch noch mal runtergegangen. Ist auch noch alles dunkel. Huch. So, weiter geht's. Oh, hier ist Eisen. So. Hier habe ich eine Tür eingebaut. Aha. IP Optimist. Das ist ein Creeper. Aber das ist noch weit weg. Oh, Eisen. Wie viel Eisen? Sollen wir Sorgen machen, dass der Creeper nicht zu sehen ist? Muss man ja aufpassen, ne? Die schleichen sich ja gerne an. Da ist er. Das Gefühl, er will sich vor mir verstecken. So. Ja, ja, komm. Hopp. Oh, es lackt jetzt ganz geil. Na, ganz toll. Dieser scheiß Lack. Toll. Arschloch-Spiel. Oder Kack-Windows. Eins von beiden. Eine von euch ist die Ursache. Für dieses Gelacke hier. Aber Kohle lasse ich jetzt an der Wand. Ist mir jetzt zu weit oben. Jetzt mal Eisen. So, nehmen wir mit. So, hat eine Kollege geschrieben. Nö, hat die gar nicht gesehen, dass ich geschrieben habe. Das steht wohl, hat das nicht erwartet, keine Ahnung. Ich hätte auch ein TS gehen können, aber das hätte dann diese Aufnahme hier ein bisschen gestört. So. Oh, kommt die Kohle nehmen wir mit. Die ist auf in Reichweite, das kann man mitnehmen. Ja, es gibt keine schnelle Wanderschaft. Ich muss ein bisschen mitnehmen. So. So. Oh. Shit. Was für eine Scheiße. Und ich habe nur die Diamantenspitzhacke. Da muss ich sie auch noch reparieren. Wenn kein Holz hier, ne? Das Eisen will ich aber mit haben noch. Machen wir jetzt einfach mal. So, das ist noch ein Eisen. Und das ist noch Gold. Das ist Mobbing, ne? So. Ein Crafting-Table mitgenommen, ich Mistdödel. Das ist überall Eisen, das muss ich alles mitnehmen. Das kann ich ja nicht liegen lassen. Unmöglich. Ich hoffe, wir haben noch Diamante. Da, wo ich hin will. Da, wo ich hin will, ist hoffentlich noch Diamant. Da ist noch ein Creeper. Ich sollte was essen. Oh, Essen habe ich auch nicht mitgenommen. Ich glaube, ich gehe nochmal zurück. Ja, es tut mir leid. Ich gehe nochmal zurück. Ich habe nichts zu essen mitgenommen, ich Trottel. Ich hoffe, wir passen die Musik. Es tut mir echt leid, aber ohne Werkzeug kann ich hier nicht rumlaufen. Das geht gar nicht. Aber wir immer wieder was mitnehmen wollen. So weit weg sind wir glücklicherweise nicht. Wir sind ja nicht so weit gekommen. Wir mussten ja noch allerhand Sachen mitnehmen. Oh. Achso, können wir hier füllen wir auf hier. Also nochmal Eisen, aber ich habe kein Werkzeug. Übersehen das Eisen, wie schlampig von mir. Da kommen hier zwei, das Kies kann ich ja behalten. Da habe ich jetzt Steine zum Überbrücken. Genau, und hier brauche ich jetzt Steine, um hier hochzukommen. So. So. Ja, ist echt blöd von mir gewesen, tut mir leid. Also packen wir diesen Crafting Table ein, weil ohne sollte ich nicht unterwegs sein. So. Und. Hast du Essen, sollte ich mitnehmen. Aber im Vorteil, ich kann halt gleich erstmal das Zeug hier in den Ofen schmeißen.
wachsen. Da kommen wir gleich zu. Ja, achso, die Materialkiste ist ja vergrößert worden, ne? Die nicht. Diese hier, für Rohmaterialien. Zack, das kommt da rein. Theorit kommt hier rein. Stein, Stein. Okay. Stein wird hier zu Baumaterialien, ne? Obwohl das auch nicht, das ist kein Stein. So, dann tust du oben hin der Stein. So. Und dann machen wir uns mal eben schnell eine Spitzhacke. Mal zwei Stück. Besser ist. Dann muss ich die hier nicht verbrauchen. Und zack. Zwei. So. Zack. Die müssen erstmal verzaubert werden, bevor wir den Angriff nehmen. Ach, die beiden Bücher muss ich auch mitnehmen. Die Bücher sind ganz wichtig. Die nehmen wir natürlich mit zum Verzaubern hier. So. Was haben wir noch? Achso, die zwei Diamanten wir auch mit. Dann haben wir alles mit. Das ist natürlich Gefahr groß, dass wir alles verlieren. Aber dann ist es halt so. Und das ist das Schicksal so. Gewollt. Ne? Ja, ein paar Fackeln machen wir uns noch. Ich weiß, ein paar Fackeln machen wir uns. Sollte ich noch. Ein paar Fackeln sollten wir noch machen. Oh, das habe ich falsch die Taste gedrückt. Ups. Ups, jetzt habe ich keine Stickies mehr. Stickies brauche ich aber auch. So, Stick ist wieder am Start, das ist aber viel zu viele Fackeln. Na, ein paar Kohle. Haben wir jetzt alles? Essen. Essen. Da. So, dann nehmen wir mit hier gebratenes Schweinefleisch. 32 Stück, das ist ein bisschen viel. 16 reichen aus. So. Jetzt kann es losgehen. Alles klar. Sind wir gerüstet? Alles gut. Gut. Hä? Sind wir nicht gleich langsamer dadurch? So, na, alles gut bei dir. So, fragen wir mal schnell nach. Oh, es ist dunkel an der Stelle. Wir müssen jetzt jede zweite in der Fackel hin. Haben wir was vor uns. Haben wir noch viel Arbeit vor uns. Ah. Okay. Ist auch dunkel, ne? Guter Spawnplatz. Auge, soll uns nicht weiter interessieren? So. Ach, ein Skeletto. Das ist aber so runtergefallen zur Probe. Gut. Dann belästigt er uns auch nicht weiter. Was, wenn ich irgendwie in eine Lava geschubst werden oder sowas, wäre echt doof. Hier ist es auch dunkel. Sollten wir Licht machen. Hopp, hopp, hopp. Ja, dann ist es dunkel, das spawnt natürlich auch sofort was. Ist ja klar. Erstmal töten. So, ein bisschen beleuchten. Hier auch. Ja, hier lasse ich ein bisschen das liegen. Ich will jetzt echt zu viel Zeit verschwenden daran. Ich muss ja auch dann mein Ziel erreichen. Hier ist Eisen. Okay. Hier Wasser. Machen wir erstmal hier ein bisschen Licht. Nicht, dass wir hier. Oh, fein.
So geht's abwärts. Oh, gut, dass ich den gesehen habe. Wir sollten nicht länger bleiben. Wir gehen. Ich werde schon den nächsten. Ja, nimm mal Spitzhacke jetzt. Meine Güte, dauert das lange, bis er hier auswählt. Ah, ich hasse das, wenn das so langsam dauert im Ausrad. Sehr nervig. Ja, alles so schweinedunkel und ich habe eine scheiß Angst hier, meine Sachen zu verlieren. Ja, weil ich genug Fackeln gemacht habe. So, hier kann ich nicht in irgendeinen Lavasee fallen, ne? Weil hinten fand ich es schon sehr kritisch, war zu dicht an der Lava. Das war echt zu dicht an der Lava. So, hier können wir mal das Eisen mitnehmen. Hoffe ich. Ja, dramatische Musik hier. Das passt ja auch gerade. Total stressend hier alles gerade. So, Packeln. Kackkammelflasche jetzt hier in der Hand. So, Sachen, die ich jetzt nicht so brauche, sollten nicht in meiner Hand liegen. So, so hier ist nichts. Hier könnte was bauen. Hier ist Eisen. So. Sollen wir mitnehmen, ne? Und ich habe Kohle. Das sollten wir hier nochmal am Boden stellen. Die Kohle hier von der Wand holen. Oh, wollte ich jetzt eigentlich nicht machen, ne? Aber irgendwie ist das auch komisch gierig, ne? Dass man das irgendwie alles mitnehmen will, ne? Echt merkwürdig. Spinne. Der Wasserfall ist ja geil da, ne? Spinne. Fertig. Ist Viech. Ich höre dich. Ein Wasserfall. Mhm. Mhm. Coole Sache. So. Weiter geht's. Ah. Also. So. Na, aber noch Fackeln, keine Sorge. Haben wir hier noch mal Eisen? Hier ist nochmal Gold. Ich muss hier mal ein bisschen Licht machen. Hier an der Stelle. Hm, komm nicht an. Wo kommt er? Ich höre ihn nur. Sehr nervig, wenn man die nur hört. Voll Psychoterror. Und die schlürfenden Geräusche dazu. Bei mir. So, weiter. Ach du Scheiße, eine Hexe. Und ich habe keinen goldenen Apfel dabei. Scheiße. Nein, da. Scheiße. Ich habe einen Apfel mitnehmen sollen, ich Trottel. Ach, die ist weg. Oh Gott sei Dank. Lauf mal. Oh, was ist das? Wieso hänge ich jetzt fest? Die Decke ist zu niedrig. Ja, die Decke ist zu niedrig. Schwachmat. Schwachmatenwelt hier. Uah! Muss unbedingt abgestellt werden. Wo ist denn die verdammte kackige Gestein? Nicht in der Hand. Natürlich nicht. Muss unbedingt ausgeschaltet werden. Wie baust du denn die Steine hier hinten?
hoffe, das düngt das aus. Und legt hier hin. Juckt die Fresse jetzt, verdammt. Mag ich überhaupt nicht haben. Bin ziemlich nah an der Lava hier überall. Ich komme da nicht hoch wegen der scheiß Wand hier. Im Wege ist. Ah, natürlich. Ich habe richtig Geburtstag jetzt hier. So eine Scheiße. Kein schöner Weg, muss ich sagen. Hier haben wir Licht machen hier. Aua! Mann, Mann, hat er mich erschreckt, der Penner! Scheiß Bogenschützen. Boah, was für eine Höllenfahrt hier. Höllentour hier. Meine Güte, wir haben hier echt die Hölle zusammengebaut hier. Da werden wir noch viel Spaß haben, hier die Strecke auszubauen. Mann, boah. Scheiß Bogenschützen noch. Feigen Mistviecher. Stimmt, muss ich ja mit Lapsi, muss ich ja mit haben, um noch zu verzaubern, ne? Ich glaube, ich habe noch genug in der Kiste zu Hause. So. Kackiger Creeper nochmal. So, noch weiter, ich kann das Eis eben schnell nehmen. Habe ich gesehen, ne? Okay. Nicht mehr so ganz so doll, ne? Komm her. Oh, ist auch hochgegangen. Arsch. So ein Arsch. Mal fackelieren. Ich habe schon ziemlich viel Fackeln hier kleben, aber es reicht nicht aus, ne? Die Monster hier zu bändigen. Meine Güte, boah. Aber schlimmste war eben das Skelett, der mich auf volle Kanne erwischt. Total unerwartet. Hier will ich ihn jetzt wieder ein Skelett rumplappern. Da ist er. Ja, ja. Arsch. Einer der Kollegen hat mich schon gestresst. Warte, bis mein Diamantschwert so weit ist. Dauert es nicht so lange, bis ihr tötet. Gestorben seid man nicht. Ach, Mann, ein weiter Weg noch vor uns. Nach Hause, dann weiter weg. Und sehr weiter weg bis nach Hause. Sag mal, Lapsi. So, nehmen wir mit. Nehmen wir alles mit. Haben wir eine Fackel hier hin, so. Hier mit Kohle und Eisen. So. Hier auch nochmal. Eisen. Oh, ein Redstone. Gute Sache, nochmal Eisen. Brauche irgendwie eine Fläche zum Arbeiten. Nicht, dass ich in Lava stürze, nur weil der nächste Blocken. Der letzte zum Lava war. Wow.
Für was? Oh, ich finde das fürchterlich unübersichtlich hier. Jetzt nehme ich es einfach mit, weil es mir jetzt gerade im Wege ist. Weil ich hier gerade ein bisschen Eisen abgebaut habe. Kann man die Kohle hier auch noch abbauen. Höhle. Liebe gute Ausleuchtung gerade so. Bin voll der Fan davon. So. Oh, oh, oh! Du Schwein! So eine Sau! Wo? Wo, wo, wo? Ich höre die nur, das ist echt ätzend. Echt ätzend, wenn man die nur hört. Da ist nochmal ein Creeper. Oh oh. Ah, ätzend, wie kommt man nicht weiter? Ich kann mich da nicht rüberbauen. Ich muss hier lang gehen. Hier irgendwie durch. Komme ich hier irgendwo durch? Puh, ist das eine Scheiß. Das ist hier echt kacke hier. Ah, oh, die vielen Geräusche hier. Das ist echt Hölle. Das ist echt die Hölle. Ah, da ist das Schwein. Ja, natürlich. Ich nehme Spaten, du Trottel. Mann, bin ich blöd. Stepp endlich, du Penner. Komm hoch deinem fetten Arsch, hast du viel gefressen, ne? Jetzt kommen sie zu Hunderten runtergestürzt, jupp. Sterb endlich. Kommt noch einer? Meine Güte, ist das ätzend. Boah, ist das anstrengend. Gerade. Hölle anstrengend gerade. Oh, ne, ich muss ihn immer noch zurück. Das ist das Schlimme. Da ist nochmal Lava. Und dann geht's hier runter. Na super, ich muss hier runter. Ich muss hier runter. Na super. Zack. 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 Und dann wieder hier hoch. Ah. Oh, das sollte ich zumachen. Und ich sollte mir nochmal Fackeln machen. So. Was schmeiße ich die Stickies weg? Bin ich dumm? Ja, bin ich. Habe ich ja gerade bewiesen. So. Nicht irgendwie Löcher, die mich ins Lava stürzen lassen? Nee. Okay. Hui, ist das anstrengend. Da ist nochmal ein Skeletto. Ja, ich schieße mich ruhig mal, du Penner. In einem direkten Nahkampf, das ist ein bisschen schwierig mit dem Fallbogen zu kämpfen. Ah, also, schafft mir das dann zu bekommen. Ja, keine Punkte gekriegt für. Hier los. Oh, alter Schwede. Das ist echt krass. Das ist echt die Höllentour hier. Eine echte Höllentour. Kann ich das mit Lava ist? So. Ich hab ein bisschen geschlafen, das Skeletto hier. Wow, so ein Penner. Noch ein Creeper. Das gibt's auch gar nicht. Erstmal hier den Weg hier kaputt gemacht. Der Arsch. Da kommt er schon. Nicht da, nicht da. Oh nein, die wollte ich haben, du Penner. Du Scheiß-Creeper. Pisser.
Mann, spawnen hier viele. Wo kommen die denn alle her, die Scheiß-Creeper? Wahrscheinlich von hier, ne? Aus der Höhle hier. Ich hab Bock drauf, dass sie immer hier neu spawnen. So. Ich hoffe, hier wird es ein bisschen friedlicher. Essen. Boah, schlimmste Teil haben wir überstanden. Ja, diese Lags sind echt nervig. Haben wir eine Steinspitzhacke gemacht oder so? Irgendwie hackt er voll schlecht. Schon, okay. Jetzt mal Lapis und Eisen, das ist gut. Was tue ich gleich? Das ist gut. Ach nö. Ich hasse Kies. Da wir nichts von oben und gegen hüpfen sollen, machen wir es hier zu. So. Ha, was ist hier hin? Ach, nein, die Höhle. War natürlich klar. Wollen wir mal gucken. Brauche ich gar nicht reparieren, weil es ja noch den neuen Tunnelsystem angepasst wird, weil wir diesen leicht ovalen Tunnel wollte ich ja durchziehen. Nee. Natürlich. Nochmal mit der wieder zu, eben um zu verhindern, dass eben halt Müll auf unseren Kopf fällt, wie Creeper zum Beispiel. Das machen sie ganz gerne, einfach spontan mal vom Himmel fallen. So. Und das sammeln wir mal ein. So, jetzt machen wir auch mal zu. Lässt das Wandern ein bisschen angenehmer werden. Mhm. Ja, das hast du gut gesetzt. Das hast du sehr gut gemacht. So, weiter. Lass ich liegen. Hier die zwei, die im Weg hängen, die machen wir raus hier. Das sind vier. So. Ah, nochmal Lapsis, jetzt nochmal Gold, sehr gut. Oh. Oh, wollte gar nicht. Kaum so angehüpft.
Oh, Lapis. Haben wir? Das nehmen wir mal alles mit. So. Und mal wieder zu hier. Verspannt. Gestern so ein geiles Wetter. Und heute war natürlich wieder Fußball für meinen Sohn und das Wetter, boah, scheiße, wieder winterlich, schweinekalt, Regen, also nass, kalt, das ist richtig hasse, es ging richtig in den Knochen, mit schon alles weh. Hier los. Da, was war da? War kein Lapis, ne? War kein Lapis, okay, kann man hier wieder zumachen. Hopp. Ja, ich habe nichts mehr zum Zubauen. Verdammt. Theorie, wir können alles nehmen, was wir hier so finden. Zack. Granit. Irgendwas zum Loch zu machen hier einfach. So. Kennen wir gar nicht. Dass wir hier gar nichts mehr haben. Oh, fuck. Ich grusel mich schon von Rückweg. Was machen wir hier diesen Weg vor uns hier? Der dauert noch lang genug. Lapis, ist gut, Eisen. Je mehr Steine da brauchen, als ich nötig habe. Das kann ich dann. So. So, da können wir hier so eine grobe Reparatur machen. Lalalala. So. So, zack. Achso, und die Erde kann man beim nächsten Mal auch verbrauchen. So, 60 ist das noch. Okay, weiter geht's. Ach ja, das können wir hier nicht stehen lassen. Red, red. So. Oh, hier nochmal. Gold. Erde rein. Das. So. Hm, brauchen wir ein bisschen mehr Stein. Machen wir mal den Stein klar. Vielleicht finden wir auch noch was. Nö, bin nix, okay. Na ja, hätte ja sein können. So. So, hopp. Und vor allem habe ich hier Stein zum Zumachen. So. Keine Überraschung. Nicht, dass mir hinter mir was rausgeschlichen kommt. So, zack. Jetzt Kohle, lass ich liegen. Kohle, lass ich liegen. Ja, auch mal schöne Höhlen. Hm, schön, bleib mal da dran. Oh, Eisen. So. Hm, hm. Alles hinter der Tür. So, da sind wir mit. So. Ist wenig Licht. Ran überall an. So. Kannst du mal die Schnauze halten? Geh mir sowas auf den Senkel. Blöden Viecher. So. Boah. So. Ja, ja, freut euch. Freut euch des Lebens. Ah ja, gut, ist mir egal. Mal dazu. So. Was ist denn da? Ja, ein bisschen schneller. Oh, hier ist ein bisschen wenig Licht verlegt. Oh, schön. Wieder da. Mhm. Hab ich nicht. Mhm. Okay. Mhm.
Entschuldigung, oh, ich vergesse mal das Mikrofon an. Ich verhalte mich da echt wie eine offene Hose. Ah, das ist immer. Ganz unterwegs ist, arbeiten. Dann nochmal auf dem Bauplatz, sich auch nicht durchregnen und durchgefroren ist und so. Ah, das ist einfach echt durch jetzt hier schon. So, ich weiß gar nicht, wie lange ich aufgenommen habe, mal wieder keine Uhr gestellt. Das heißt, es wird auch wieder keine klare Stunde, keine Ahnung, ob es ein bisschen mehr wird oder weniger. Ah, dann müsst ihr einfach mal durch, ne? So. Oh. Haben wir wieder dicke Löcher in der Wände gelassen oder war es jemand anders? Hier ist nochmal Eisen. Jetzt habe ich aber gar keinen Stein mehr. Kies habe ich noch. Kies kann ich hier noch Wege ausfallen. Das ist gut. Das ist gut, dass ich mal zu viel habe. Das ist sehr gut. Fackel noch ein bisschen verteilen. Hier ist noch teilweise noch sehr, sehr dunkel hier. Da ist noch Eisen, das nehmen wir mit. Eisen können wir nicht genug kriegen, das ist klar. Wenn wir dabei sind, können wir auch die Kohle noch mitnehmen, ne? Kies haben wir reichlich. Das haben wir mit Sand auch viel, mit Kies noch nicht. Mal Kies entstreuen hier. So. Ja, sieht scheiße aus. Ist gut. Sieht scheiße aus. Ach, jetzt habe ich auch gar nicht mal mehr Kies da. Alle Baumaterialien verbraucht. Naja, dann ist das so. Dann ist das so, dann ist das so. Hopp. Wollen ein bisschen schneller laufen. Ruhig. Oh. Kann abgehen. Warum nicht? Warum enden die es nicht ab? Ich kann leider hier nichts weiter machen. Ich kann mal ein bisschen Steine ernten hier. Kann man mal machen. Der Vorteil ist, so ein bisschen was erforschen. Oh, hoppla, hier ist das Ende. Ich möchte jetzt nicht putteln mit der Schaufel. Oh, ich habe nochmal Gold. Hat sich also so wieder gelohnt. Einfach mal hier reinzugucken. So. Zack. Dann können wir es hier wieder zumachen. So. Nicht wahr? Machen wir auch zu. Fällt mir gerade auf. So. Also wieder in der Nähe von Lava. Wie schön. Solange es mir nicht hell leuchtend entgegenfließt, ist es mir egal. Das muss ich dann gleich sorgen, was so blubbern hört. Ach, tut schon wieder weh. Ich muss gleich eine Pause einlegen. Es tut alles weh. Ich kann aber nicht mehr. Mein Körper arbeitet gegen mich. Ich sag schon immer, mein Körper stößt mich ab. Ja. Ist das so ein bestimmten Alter? Ist das so? Da arbeiten noch so die Reste des Körpers gegen einen. Ja, so. Oh je. Meine Spitzhacke ist auch gleich hin. Hey. Wie erfreulich. Ja, sie stecken die Kohle. Haben wir noch eine Spitzhacke? Nein. Was ist mein Crafting Table? Da ist das. Also machen wir uns mal eben schnell mit neuen Spitzhacken. Gerade so. Und zwei Stück. So. Zack. Und zwei Reserve. Okay. Nehmen wir natürlich wieder mit. Weiter geht's. Ne, es wird noch eine oder andere Ressource wie, ne? Genau. Wir müssen noch einen Weg kreuzen, den wir mitnehmen müssen einfach. Ne? Die Leute hatten die Chance. Ah. Ups, wenn die alle offline sind, dann kriege ich auch nichts für.
Ja. Aber neun Butler hast du gekriegt, das ist hier dieser Dustin Use. Hat wohl irgendwas zu bedeuten bestimmt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, habe ich ihn schon gefragt, aber ich glaube, er hat mir keine adäquate Antwort gegeben dazu. So. Wollte mir vielleicht nicht verraten. Ein Geheimnis. Zeit oder keine Ahnung. So. Oh, jetzt auch nochmal Gold. Reichlich. Alles gut. Komm her. So, zack, zack. Ah, hier sind Treppen. Hier haben wir keine Treppen. Treppen habe ich leider nicht mit. Das hätten wir hier gleich Treppen hochbauen können. Na, ja, hier endet unser sensationeller Tunnel. Ich weiß, ob ich das unten nicht auch schon, nicht vorher schon aufhöre. Im Großteil, keine Ahnung. Werden wir dann sehen, wenn es weit ist. Puh. Ach je. Hier in der Treppe natürlich dicke Ressourcen drin. Ist ja schade. So. Hier auch. So. Was soll denn das? So, machen wir so. Edge. Hier auch nochmal. Hier auch so eine Fackel hin unbedingt. Ah, cool. Oh, schön. Hier sind Treppen. Oh, viele Fackeln. Hier ist Eisen. Stein. Um dann hier so ein paar Sachen ausgleichen zu können. Mann. Noch mehr Stein. Noch mal Eisen. Mann. So, was ist hier los? Komm auf jetzt. So. Hoch. Da. Ja, da jetzt. Da jetzt. Nee. Hä? Muss doch gehen. Mich verarschen. Hallo? Smobbing. So. So, jetzt hier soll eigentlich jetzt nichts mehr kommen, was ich abbauen müsste. Wir können aber die Fackeln mal schöner hier. Hier hängen die Fackeln so am Boden. Also würde ich sagen, hier Fackel und dann alle zweite. Das war dann nur so schnell improvisiert gebaut hier. Damit wir halt schnell wieder zu unserem Tunnel kommen. Hier so Kleinigkeiten umbauen, weil der Anschluss war anders. So. Okay, dann sind wir hier. Die Frage, wo muss ich jetzt hin? So, ach, mein Blumen hätte ich ja mitnehmen können, ne? Aber hier haben wir Öfen, die leider einen Stein für uns haben, aber hier kommt jetzt Eisen rein. Und noch mehr Kohle. Dann Gold reinzutun. Und noch mehr Kohle ist da schon drin. Nochmal Eisen rein zu tun. Das fehlt mir ein Ofen. So, dann tun wir hier. Achso. Hier ist Baumaterialien drin, genau. Ich tue mir Stein rein. Das Eisen tue ich auch jetzt erstmal hier rein. Redstone auch. Den auch. Den noch. Knochen. Knochen in die Extrakiste für. Knochen. Quatsch, das gehört da nicht rein. Das geht hier rein. So. Ich habe hier voll keine Kiste, ne? Für das Geraffel habe ich hier keine Kiste gemacht. Nö. Geraffel drin, okay. Also kann das Gammelfleisch auch hier rein und die Knochen. So. Nee, das verhalten wir alles. So, gut so. Und die Steine können auch jetzt hier rein.
Andi gehören ja nicht rein. Steine gehören ja hier rein. Das ist so voll, da haben wir hier die Kiste. Andi, hier sollten eigentlich die fertigen Steine rein, ne? War das nicht so? Bin mal. Stein. Stein. War das nicht so? Nee, habe ich hier so dran. Okay, nee, alles gut. Dann können wir hier tatsächlich auch hier solche Steine tun. Okay. Aber ich glaube, hier soll die Kohle rein. Ist egal. Stein. Und dann tun wir eine Packung Kohle rein, damit die Öfen betrieben werden können. Und jetzt brauche ich eine Lore. Es ist dunkel, ne? Es ist natürlich Nacht. Natürlich. Kann ich mal was anderes glauben. Das muss natürlich Nacht sein. Ich habe auch kein Bett mit. In der Kiste ist auch kein Bett. Das ist scheiße. Naja, da wird es eine spannende Fahrt halt. Ich glaube, wir landen ja sowieso unterirdisch hoffentlich. Und dann haben wir diese Folge erstmal glaube ich beendet, auch wenn wir jetzt mal in den Einbahnhof angekommen sind. Ich glaube, da haben wir auch genug aufgenommen. Schöne Strecke. Was wird immer mehr und immer länger? Strecken werden immer mehr und länger. Ja, das Licht soll also halt überall mit Licht hinkommen. Ja, das dauert noch ein bisschen was länger. Tja. Jetzt ist er. Oh, was kommt hier raus? Oh, das ist unter dem Tag. Hey, ja, wieder Glück. Oh, da fehlt was. Aber? Habt ihr gesehen, ne? Da fehlt ein Stück. Ja. Fehlt ein Stück. Da ist die Krippe hochgegangen oder so, ne? Immer noch. Bin ich nicht hier irgendwo. Ja, hier. Ich glaube, hier haben wir Baumaterial, um sowas zu reparieren. Jupp, nehmen wir ein bisschen mit. Dann reparieren wir es. Hier wieder hoch. Da ist es. Da ist es richtig so. Mal schauen. Jupp. Okay. Aber hier sollten wir nochmal eine Säule runtersetzen hier. Einfach, weil es geht so. So, genau. So machen wir es. Alles klar. Na? So. Okay. Lore ist schon ein bisschen weiter gefahren. Da poppen unsere Gebäude auf. Ist ein bisschen langsam. Da haben wir jetzt keine Beschleunigerschiene hier. Aber da unten kommt eine. Oh, war ich lange schon nicht mehr hier. Ich muss unbedingt hier irgendwie was mir einfallen lassen wegen diesen Linien hier. Mal gucken, was das verursacht und das dann deaktivieren. Ein kleines Langhaus. Also unser kleiner Bahnhof hier. Sind wir schon da. Da sind wir und so. Da bin ich Kiste damit. Zack. Jetzt muss ich überlegen, wo muss ich jetzt hin? Quarzblock. Baumdorf. Ne, da bringt nichts. So, NPC-Dorf, da war das, ne? Da müssen wir hin. Das NPC-Dorf? Ja, ein bisschen drauf. Brauchen wir Lore. So. Ich hoffe, da war's. Habe ich hier noch Diamant im Schrank? Hier habe ich nichts mehr gehabt. Meine nicht. Ich fahre einfach mal los jetzt. So. Ja, dann kommen wir mal zu NPC-Dorf.
Ja, die ganzen Bahnhofstationen und so sollen noch einen Namen kriegen. Das ist ja so NPC-Dorf und so, das soll alles nicht mehr so bleiben. Das soll einen ganz anderen Namen kriegen. Das soll einen ganz anderen Namen bekommen. Muss mal gucken, welche. Muss überlegen, weil das ist dann eher so. Das gehört ja alles zusammen. Ne? Das wird alles im Ganzen, also das ganze Gebiet hier, das wir bewohnen, muss einen Namen bekommen und dann eben halt die einzelnen Bereiche, die wir jetzt hier in den Loren anfahren können. Also Stationsnamen sollen wir halt noch bekommen. Das muss ich mal gucken, wie wir das machen. Die jetzigen Namen sind einfach also ein Gedanke, aber letztendlich, ja. Erstmal sind jetzt Hilfe da. Damit man ungefähr weiß, was man da so hat. Und wo man es hingeht. Ist auch ein ganz schöner Turn. Der Tunnel auch lange gebraucht, bis er fertig wurde. Alles wieder. Ja. So lange gebraucht. Und wie ihr seht, wird es ja auch nicht. Die man nicht ein bisschen billig gebaut, ne? Also, finde ich doch recht aufwendig. Ja. Schön ein Fenster zwischendurch, so man gucken kann. Datum, muss ich auch noch dran denken, zwischendurch mal ein Schild machen, einen Bauabschnitt. Welches Datum und so. So unbedingt machen. Finde ich mir ganz nett, wenn man dann so durch den Tunnel fährt und dann sieht man, wann man hier gebaut hat. Das ist eine ganz schöne Sache. Aber auch hier muss halt irgendwie lichttechnisch was passieren, wie ihr seht. Einfach so total krass. Jetzt muss man einen Pack anheim. Was? Da fehlt Glas. Guck mal, da fehlt Glas. Was habe ich hier noch? Irgendwo Glas. Braucht Glas. Hier noch irgendwie Diamant. Ja, schlecht. Aber ich glaube, hier war es Diamant nicht. Das war im anderen Haus, das Diamant. Unter Wasserdorf habe ich auch Diamant. Ich glaube, unter Wasserdorf war es Diamant, ne? Ich bin mir da nicht so sicher. Also hier war kein Diamant mehr. Hier war kein Diamant mehr, soweit ich weiß. Wolle. Hier war kein Diamant mehr. Keine Truhe. Leer. Genau. Hier war kein Diamant mehr. Hier ist Glas. Nehmen wir Glas mit. Ah, was ist noch was für Glas? Nix. Nix. Okay. Ja, Glas sollten wir übernehmen. Wir müssen was reparieren. Ja, die Endertruhe war ja unser verlässlicher Partner sozusagen zum Thema Sicherheit, aber ja, Arschkarte. Der Server crasht, die Daten vom Enderkiste, die gehen verloren. Warum auch immer. Hier muss die Decke auch einen Tick höher. Ich finde, das ist ein bisschen die Stufen hauen einen mitten in die Fresse. So. Hör zu. Hier hin. Und jetzt können wir zum Beispiel, wie war denn das noch? Ach so, oh, das sieht man gar nicht. So. Okay. Effizienz 3, genau. Das hauen wir rauf. Geht noch mehr? Nein. Mehr geht nicht, oder? Nein. So, das Schwert. Auch hier. Schwungkraft 3. Zack. Auch haben wir auch ordentlich. So. Band 4. Schwungkraft 3 hat es jetzt. So, was brauchen wir? Ey. Mitnehmen. Haben wir das, ja? Um den Schmied. Aber hier irgendwo der Schmied. Hier war der Schmied. Oh, der Amboss muss repariert werden.
Hm. Hier, zack, und dann tun wir Verzauberbuch Schuss hier rein. Haltbarkeit. So, und jetzt Haltbarkeit 2, okay. Und das hier, na gut, geht das hier wohl schlecht her. Das nur hier für. Wir müssen zum anderen Haus, da haben wir Bücher. Mehr Bücher. Zum anderen Haus, gut. Dann gehen wir wieder zum Bahnhof zurück. So. Gehen wir wieder zum Bahnhof zurück. Da oben noch was? Da oben noch irgendwie was versteckt? Ne, nicht, dass ich wüsste. Weiter, wir kommen wieder zurück. Hier sind natürlich so viele Loren. Eine nehmen wir wieder in die Tasche, tun wir das wieder am Bahnhof ab. Und dann fahren wir zurück. Ja, fahre ich noch mit euch. Ich fahre überlegen, ob ich jetzt ohne euch zurückfahre. Nein, ihr fährt mit mir. Ihr fährt mit mir. Fahren wir schon mal zurück. Mal Schwert können wir schon mal ausrüsten. Das Schwert hier. Von Kraft 3, Band 4, das ist gut. So. Dann fahren wir wieder ein bisschen. Ich muss was trinken. 40 auf alleine. Schönes Glas kalte Cola mit einer Scheibe Zitrone, lecker. Ah, eiskalt. Mm. So mag ich es. So. Da kann ich es gar nicht so schnell lesen, das fährt viel zu schnell. War eine spannende Sache, auf jeden Fall diesen Tunnel zu bauen. Spaß gemacht. Na, der jetzige Tunnel macht auch Spaß. Der ist nur ein bisschen viel länger, ne? Ich mag das hier mit diesen kleinen. Das ist jetzt Spaß. Ein bisschen Deko. Schön. Hier ist meine Hütte rein, ne? Aber da will ich jetzt nicht hin. So. Ach, dunkel, scheiße. Fällt mir gar nicht, dass es dunkel halt ist. Da hat uns kein Creeper um die Ecke gewackelt. Pop. So. So. Da rein. Alle drei dann, auch alle drei dann, und da alle drei. Also auch vier drin wieder. Na gut, eine brauche ich jetzt eh. So, Quasbox ist falsch, da muss ich nicht hin. Bauerndorf, da war ich jetzt gerade. Ne, NPC-Dorf. Baumdorf, also ne, Baumdorf, ne, weiß ich nicht. Wo muss ich jetzt hin? Ich muss runter, da muss ich glaube ich runter. Ja, ich muss jetzt hier runter. Und dann, genau, Zero Island heißt es, haben wir es genannt. Aber wie gesagt, das sind alles nur Schlüsselnamen erstmal. Die bleiben nicht so. Das ändert sich auch so. Das ändert sich gar nicht so. Ein Wunder, wo man sich auf und abwärts geht, das sind dann, wenn irgendwelche Wege und andere Tunnel, Gleistunnel überbrückt. Irgendwie anders.
Das ist eine kurze Strecke nur gewesen. Zum Glück. Hopp. So. Die Schilder stehen mal links vom Gleis. Das heißt, klein unter Dorf. Wir müssen aber unter Stadt überlegen. Wir platzen der Schädel gleich. Ich weiß gar nicht. Unter Stadt. Wo müssen wir hin? Klein unter Dorf. Nee. Pilzhausen? Oder geht's nicht? Was? Pilzhausen? Pilzhausen? Ja, Pilzhausen war das, glaube ich. Ja, ja. Meine Pilzhausen war das. Ich fahr mal dahin. Da habe ich noch Diamanten. Und da sind Bücher. Ich brauche Bücher. Das war die Bücher. Ja, ich muss die Bücher, glaube ich, verzaubern. Ich hatte letztes Mal die Bücher verzaubert, mehrere. Aber wie gesagt, das Server Crash ist auch das in Vergessenheit geraten, glaube ich. Schauen wir mal. So. Muss ich auch langsam zum Ende kommen. Pause machen. Das Video muss ja auch hochgeladen werden. Ich weiß nicht, ob der schon bemerkt, aber ich glaube, das bemerkt man. Merkt man auch gleich. Videos landen ungeschnitten, einfach direkt gleich hochgeladen. Also so wie ich das jetzt hier aufnehme, das ist hochgeladen. Wenn es nicht kompliziert wird, wenn es keine Probleme gibt, natürlich nur. Vorher hatte ich aber so für alles verschiedene Tonspuren. Das mache ich nicht mehr. Also mit OBS geht es auch ganz gut, dass man da alles gleich zusammen hat. Huch, da war ein anderer Mann in Gange. Hui. Was war denn da nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr, was dort war. So. Das dauert sich ein bisschen. Das ist einer dieser schmalen Tunnel. Huch, da muss man ein bisschen. Auch hier ein bisschen was in Design getan. Dieser Tunnel ist ein ziemlich starker Flickenteppich. Also der, das hat sich nur in den Stein gehauen und Gleise durchgezimmert und fertig, ne? Ja. So sieht das aus. Da ist immer noch Nacht. Das ist ganz blöd. Ach, ich hab's lassen und hab vergessen zu reparieren, ich Trottel. Ah, jetzt sagt aber auch nichts. Bogen, ich kann auch hier einen Bogen mitnehmen sollen. Oh. Ach, die Achterbahn ist immer noch zu sehen hier, seht ihr? Wir fahren schon eine ganze Weile, aber es ist noch zu sehen hier. Hier muss Licht hin, ne? So, wie letztes Mal schon gesagt. Hat die auch gemacht. So. Nicht, dass hier irgendwas spawnt, ne? Was wir nicht wollen. Das ist ja ganz doof. Ja, wir sind da. Okay. Zack. Können wir das mal wieder reinschmeißen hier. Da ist ein Gleis drin. Antriebsgleis. So. Was haben wir da drin? Holz hier. Okay. Pass auf, Holz hier. Schauen wir noch einen Sandklumpen da rein. So. Natürlich ist das Nacht. Ah. Muss ich hier mal schnell durchlaufen. Bevor hier Creeper spawnen. Das tun sie nämlich hier ganz gerne. Oh. Oh. Das war das. Okay. Gucken, ob ich hier noch Diamanten habe. War das hier mit den Diamanten? Ich, auf jeden Fall sind die Bücher weg. Hätte ich hier Bücher gehabt, dachte ich. Ah, hier haben wir noch Diamanten, genau. Hier haben wir noch drei Diamanten. Dann haben wir noch Lapis. Gold. Feuerstein. Brauchen wir nicht so dringend. Was ist das? Goldhelm. Und Stickies ohne Ende. Noch Holzachs. Und los so. Hier haben wir noch Bücher haben. Wo hatten wir noch Bücher? Hier sind keine Bücher, nur Blätter. Brauchen wir Leder, ne? Um hier Bücher zu machen. Haben wir hier noch Bücher? Ich glaube, die waren ein paar Bücher, ja.
So, aber ich bezahle es natürlich. Da kriegt er hier 64 Lapis und dann denke mal, ist das in golden. Dunkel hier, ne? Das muss dunkel sein. Kommen wir gleich weiter zu. Aber. Ne, Quatsch. Können wir direkt hier fertig machen, die Bücher. Puh, so, hör auf. Tür zu. So. Auf geht's. Dann schnappen wir uns die Bücher. Wollen wir ein Buch ansetzen? Okay. Haltbarkeit 3. Zack. Nächstes. Oh, mir gehen die Punkte aus, ja? Hm, ärgerlich. Schusssicherheit? Nein, brauche ich nicht. Effizienz. Ah, Effizienz 1. Ist ja nicht so toll. Was haben wir da? Nemesis der Liederfüßler 2. Das Geld, was das bringt. Machen wir uns mal ein paar Bücher. Weil leider gehen uns die Punkte natürlich hops hier ein bisschen. Stärke. So. Oh, nochmal Stärke, Schutz. Und Haltbarkeit und Schutz, nochmal Schutz. Ja, nochmal Schutz. So. Schärfe. Da haben wir keine Punkte mehr. Feuerschutz. Für Rüstung. Explosionsschutz. Da. Schutz 2. Und Wasserraffinität. Haben wir noch? Mhm. Und Schärfe. 2 Punkte haben wir noch. Liederfüßler. Und was haben wir da? Schwungkraft. Haben wir Schwungkraft hier? Ein Start hier. Tasche voller Bücher. Und Federfall. So. Okay. Buch. Wir nehmen. So. Jetzt müssen wir noch was finden. Aha. Ne, weil so kann ich die Sachen nicht drauf zaubern, glaube ich. Hier so per Crafting Table hier. Zum Beispiel hier so zack und zack, das geht nicht. Brauche schon ein Amboss. Nicht wahr? Ja. Okay. Wir legen wir hier wieder rein. Diamanten nehme ich auch nicht mit. Die lasse ich auch hier. Diamanten sind Lapis. Damit Lapis habe ich dort. Ne, brauche ich nicht alles mitnehmen. Gold lassen wir auch hier. Nur Eisen und Kohle nehmen wir mit. So, Federfall. Schwungkraft, ja. Schärfe. Gliederfüßler. Füßer. Nehmen Sie es der Gliederfüße. Was das bringen soll, weiß ich nicht. Stärke, Haltbarkeit, Effizienz, Personenschutz. Naja, gut. Okay, mit dem werde ich jetzt wieder zurückwandern. Aber nicht jetzt. Und nicht mit euch. Vielleicht nachher alleine. Keine Ahnung. Aber ich mache jetzt erstmal eine Pause. Alles klar. Habt euch wohl. Bis demnächst. Euer Jockel. Ciao.